Wir fahren heute zur Familia Luna Sol. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Quien con caricias despertó en tu piel el deseo de amar. Hallo liebe Freunde von Lu kocht. Wir sind heute bei Freunden von uns, bei der Familia Luna Sol, die selber auch eine eigene Homepage haben. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir kochen heute Chili Sin Carne, weil wir heute einen Peruaner mit dabei haben. Und dann gibt es noch richtig leckere Guacamole heute. Viel Spaß! Fui yo, quien tocó tu secreto por primera vez y con ternuras ahuyentó tu timidez y entró en tu cuerpo. Ich will es ganz gut von die verbrannt oder von die Schnitten zum Beispiel. Yeah. Das ist ganz gut. Normalerweise hier die Leute immer machen die, wie ist die Name, die Creme? Flaschta. Die Flaschta und dann. Und dann nicht mal eine Reinigung. Ja. Nicht. Aber so ist viel besser. Alles ist gut. Mais und wo ist das Fleisch? Ah ne, heute mache ich ohne Fleisch. Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich habe Chili con carne. Chili sin carne. Servus, es ist ein Mais, es kommt aus Peru. Es ist ein besonderes Mais, weil es kommt aus Peru, erstmal. Yeah. Und die andere ist ganz, ganz gesund, weil es hat viele Antioxidants. Genau. Und es Yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar y te puso a volar más allá de la luna. Y yo podré querer a otras como a ti no te querrán. Un swing sabroso y sobre todo por ese ambiente tan popular. Es que Barranquilla siempre está de fiesta, siempre está de rumba. Barranquilla siempre tiene un buen motivo para festejar. Tremendo swing. Barranquilla tiene un swing, pero tremendo swing. Que empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla tiene un no sé qué. Se ven tan divinas, moviendo la cola al compás de una cumbia que fascina. Es que Barranquilla es una ciudad tan maravillosa que todo el mundo quiere gozar aquí en la arenosa. Oye que sí, Barranquilla tiene un swing. Por eso yo me quedo en Barranquilla. Arenosa, y soy el rumor de un pregonar, quien lo vive, quien lo goza, y si el Junior mete un gol y un arrebato, se prende Barranquilla con todos sus barrios en el 84, vaya en el 84, vaya que rico. Barranquilla tiene un swing, que empieza la rumba y no tiene fin, Barranquilla tiene un no sé qué.
chicha morada. Yeah. Es maíz, lila maíz. Jaime von Familie Luna Sol. Und wie wir uns kennengelernt haben, ja, das ist eine wirklich magische Geschichte. Und als ich in den Raum reinkam und er dort saß an seiner Mesa und alles vorbereitet hat, habe ich eigentlich in dem Moment gewusst, das ist der Mann meines Lebens. Die normalen Menschen in der heutigen Zeit leben hauptsächlich in Traurigkeit. Constante. Eso quiere decir que cada momento está en un estado de tristeza, está en un estado de enfermedad constantemente. Eigentlich in einer dauerhaften Traurigkeit und in einer dauerhaften. Estar molesto. Ja, Ärger. Es la gente normal de este tiempo. En cambio, nosotros lo que somos, somos una gente anormal. Also könnte man sagen, dass wir anormal sind. Eso somos nosotros. Ich für meinen Teil arbeite hauptsächlich mit Frauen. Ich bin spirituelle Schwangerschafts- und Geburtsbegleiterin. Aber das Prinzipielle ist eigentlich, dass er Heilzeremonien anbietet. Por medio de esta ceremonia canalizar todo lo que tenemos, saberlo fluir, saber dejar, saber recibir, aceptar. Ja, er teilt eigentlich sein Wissen über das, wie wir das Leben annehmen können, wie wir mit dem Leben fließen können. So. Ja. Por medio de hay ceremonias en grupo o también luego ceremonias individuales. Es gibt Gruppenzeremonien und er arbeitet aber auch individuell in Einzelheilsitzungen. Hago también lo que es las casas de sudación, por ejemplo, como lo que estamos acá atrás. Ich mache auch Spitzhütten, wie diese, die hier hinter uns steht. Und wir achten eigentlich darauf, uns biologisch zu ernähren. Das heißt, ich kaufe hauptsächlich Produkte aus der Region und auch im Bioladen. Woanders kann ich eigentlich kaum mehr einkaufen. Wir waren mal ein Jahr lang vegan. Und im Moment ist es aber so, dass unser Mädchen ganz gerne Fleisch isst. Und wenn ich Fleisch kaufe, dann achte ich halt darauf, wo es herkommt. Also in Peru ist sowieso gerade im Monat August die Zeit, Mutter Erde zu danken, Pachamama, der Erdgöttin. Und da haben wir gedacht, es passt heute wunderschön, wenn wir einfach die Gelegenheit nutzen, um uns zu bedanken für all den Segen in unserem Leben. Es gibt immer was, wofür wir danken können. Und genau, so machen wir jetzt dieses Despacho. Auf Deutsch ist es eine Opfergabe an Mutter Erde, oder ein Geschenk an Mutter Erde. Und da haben wir jetzt hier einen kleinen Teller gerichtet, unter anderem auch mit Lus leckerem Essen. Und den Rest macht Heime. Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita, que hace mi cuerpo vibrar, y no me puedo controlar. Y nuestro amor es prohibido, sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos, y esta atracción fatal. No sé dónde podrá llegar.
yo sigo esperando el momento y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal. Y serás mía, los dos lo sabemos, y seré tuyo porque ambos queremos, y esto solo va a parar el día en que nos desnudemos. Es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó, tiró tu flecha en mí, que estoy comprometido. Y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error. Que responda Cupido ante Dios por jugar al amor.